Jo Leute, was geht ab? Flo ist wieder am Start und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Smite One vs. One. Ja, wir sind wieder am Start hier. Das letzte Gameplay hatten wir mit dem guten Tür. Du kriegst die Tür nicht zu. So, was für ein geiler Joke. Und den hatte ich ja das erste Mal im One vs. One gespielt, da live. Und das hat ja ganz gut geklappt und das habe ich mir gedacht, das führe ich jetzt einfach mal weiter. Und zwar würde ich gerne heute Merkur spielen. Habe ich im One vs. One auch noch nie gespielt. Ich habe den zwar jetzt gemeistert auf Level 1 und so weiter. Ja, alles gut. Aber, wie gesagt, im One vs. One noch nie gespielt. Poseidon, okay? Das wird lustig. Gegen Poseidon. Normal holt man sich mit Mercury Sprint, ne, weil es einfach die physische Kraft erhöht. Alles klar, ein 10er sogar. Läuft bei mir. Aber ich hole mir in dem Fall lieber das, andere Relikt hier. Die Unverwundbarkeit gegen die Ult halt. So. Und dann schauen wir noch mal, was das hier so gibt. Ja. Ich bin mal gespannt. Zack. Ah ja, das ist die 3. Alles klar. Ich habe mir als Item hier den Wurf durchgeholt. Das heißt, ich mache mir meinen Auto-Hits auch AOE-Schaden. Oh, da ist er ja, der Kunde. Oh! Damage. Minions have spawned. Wo ist er? Okay. Ich mach das mal hier. Ich hoffe nicht, dass er hier hinkommt. Okay, Blue Buff gemacht. Ich denke, er hat seinen Blue Buff auch gemacht. Wird wahrscheinlich um einige schneller sein als ich. Oh ne, er hat gar keinen Buff gemacht. Wahrscheinlich, weil er Schiss hatte. Zack. Wow, wow. Da habe ich mir jetzt ein bisschen viel Schaden abgeholt. Das war unerwartet. Und die einzig getroffen. Ihr merkt, also Freunde, ihr merkt, Mercury und ich, das ist eine Synergie. Das ist einfach nur saustark. Ja, das ist die pure Stärke. So. Ich gehe back. so, den verkaufe ich mal und hole ich mit 2 Boots. Zack, weiter geht's im Text. You better back out, sagt der Poseidon da gerade zu mir. Er macht jetzt gerade den Red Buff. Wenn wir ihn da dient gerne, wenn wir ihn da von abhalten. Kann ich aber, denke ich, nicht. Oh ne, er macht es ihm doch nicht. Okay. Er ist weggegangen. Was natürlich sehr gut ist. Wow, ich konnte. Oh, ich konnte mein F nicht machen. Moment, er hat seine Ulti gemacht und ich konnte mein F nicht drücken? Was ist das denn für ein Fail? Das finde ich jetzt aber krass. Ich hatte ihn in meiner 3. Und er hat dann trotzdem die Ulti gemacht. Oder er hat die Ulti gemacht, ich habe meine 3 gemacht. Und, ja, so wird es gelaufen sein. Er hat die Ulti gemacht, ich habe meine 3 gemacht und dann konnte ich meinen F nicht mehr drücken. Okay. Unschön, aber whatever. Zack. Der Red Buff ist unser. Zack, zack, zack. So, gehen wir mal hier rüber. Und jetzt seinen Blue Buff nicht gemacht. Den nehmen wir dann auch noch gerne mit. Er wollte dann stealen, der Bengel, aber nicht mit mir. Nicht mit dem Flow Rider. Ja,
zack, zack. Hier ein bisschen Damage machen. Dann gehen wir hier back. Können uns den Golden Bow hier fertig bauen. Er wusste nicht, dass wir back sind. So, schnell mal einen Blue Buff machen. Um die Erfahrung mal mitzunehmen. Oder ist er da... Zack. So. Na, das ist er nicht. Verlieren jetzt halt ein bisschen. Ah, wo ist halt der Kunde? Ah, er chillt da hinten. Okay, das kann ich jetzt schon so wegklären. Yes! Das war ein Treffer. Versenkt. Noch ein bisschen Schaden machen hier. Hui. Ein bisschen hier Schaden machen und ein bisschen da Schaden machen. Und dann geht's weg. Ich werde jetzt anfangen, den Soul Eater zu bauen. Soul Eater ist so, glaube ich, noch das einzige Item. Moment mal eben. Beliebte Gegenstände. Oder Merkur ist der einzige Gott, auf dem man noch so einen Soul Eater so anfängt zu bauen, weil der gibt pro Stack auch noch Speed. Ja, also ihr kriegt, Merkur kriegt ja für Movement Speed. Jetzt mal ulten. Alles klar, alles daneben. Das hat gut geklappt. Hat trotzdem ein bisschen Schaden gefressen, der Gute. Will er jetzt hier vielleicht mal vorbeischauen? Bam! In your face! Das klappt doch gut hier. So. Dann machen wir den noch hier. Zack, 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 zack. Und dann geht's back für mich. Er verliert einiges an Minions. Ja. Sorry, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt gerade aufgehört habe zu reden. Irgendwo war es auf jeden Fall. Es geht auf jeden Fall weiter im Text. Ich werde jetzt schnell zu seinem Blue Buff rennen. Wie ein Berserker. Wird er jetzt wahrscheinlich machen wollen. Gehe ich von aus. Okay, dann mache ich den halt. Never mind. Easy. Easy peasy lemon squeezy. Ein paar Minions hier wegkloppen. Ja, ich glaube, ich war beim Soul Eater, ne? Das hat leider nicht getroffen, schade. Dann gehe ich mal zu meinem Blue Buff, mach den. Soul Eater gibt hier auch Stacks für Movement Speed. Ich glaube, das hatte ich schon erwähnt. Und pro Movement Speed kriegt er ja dann auch Attack Power. Und ja, ihr wisst ja, das ist dann schon sehr gut. Yes! Da habe ich gerade schön gecrittet, habe ich so das Gefühl. So, ein bisschen Tower Damage können wir machen. Ja, nicht viel. Wir können eigentlich fast gar keinen. Ich mache den fetten. Ich gehe zu dem fetten Titan hier. Das war etwas knapp, aber mit. Als Merkur soll ich das schaffen. Der alte Hyper Carry. Ja. Oh ja. So, schnell weg. So, Titans Bane in 1 fertig. So lobe ich mir das, Freunde. Und dann gibt es noch einen schönen Sprint für mich. Und es geht weiter hier im Text. Ja, wir stehen ganz gut da. Er baut Penetration, obwohl ich mir noch gar kein Dev geholt habe. Das ist für mich sehr gut. Tschu.
kommt ein Tor hier weg. Your team has destroyed a middle enemy tower. Oh, mein F konnte ich auch noch drücken. Very nice. Und der Red kommt wieder. Den Wave mache ich, glaube ich, noch weg. Und dann kommt der Red wieder. Kann ich den Titan, kann ich den Phoenix holen? Titan Spain. Oh ja. That's nice. That's pretty, pretty nice. Ja, läuft sehr gut hier, muss ich echt sagen. Dann spiele ich jetzt doch mal öfter. Macht echt Spaß. So. Was wollen wir denn jetzt? Ich könnte mir jetzt Def holen. Ich könnte mir aber auch nur Spaß haben, eine Fatalis holen. Komm, ich hole mir eine Fatalis. Ein fertiges Item. Einfach, ich hole mir jetzt eine Fatalis, um mit einem fertigen Item wieder auf die Lane zu kommen. Ist auf jeden Fall nice. So, und jetzt gehen wir mal wieder hin zu den Guten. Wir sind 4 Level ahead. Wir sind, ja, ungefähr 2000 Gold auch noch ahead. Das ist sehr, sehr gut. Zack. Ich mache so viel Schaden. Das ist echt nicht normal. Wie ich hinter ihm herrenne. So geil. Oh Mann, ey, das macht echt Spaß. Ja, das hat auch gut geklappt, Freunde. Das ist, das war ein Merko-Game. Wie gesagt, mein allererstes Merko-Game, was ich jemals, also im Duell gemacht habe jetzt halt, ne? Und was soll ich sagen? Der bockt natürlich. Ich meine, das ist die gleiche Geschichte wie in dem letzten Game mit Tür. Wenn man gewinnt, ist natürlich immer lustig. Aber, ja. Alles in allem hat es echt Spaß gemacht. GG, well played, sag ich da. So, wir sind jetzt Gold 2 im 100 Tributpunkte. Und dem nächsten. Kommen wir dann hoffentlich Gold 1, wenn ich gewinne. Das wäre eine feine Sache. Ja, mein Item-Build. Ich kann es ja nochmal kurz erklären. Man holt meistens am Anfang den Golden Bow hier, um einfach den schlechten Clear, den Mercury am Anfang hat, auszugleichen. Ne? Man trifft Grundangriffe, treffen halt auch im Radius von 15 Einheiten 50% der Schaden. So, deswegen hat man einen relativ guten Clear. Soul Eater ist ja, Lebensraub und Angriffsgeschwindigkeit und man kriegt der Pro-Stack noch Bewegungsgeschwindigkeit. Das heißt auch wieder Physical Power für Mercury. Titan's Bane ist ein absolutes Core-Item für Tower Push. Unglaublich krass auf ihm. Wenn man dann noch die 2 anmacht mit Attack Haste, dann der reißt einen Phoenix in 3 Sekunden ein. Das ist echt heftig. Habt ihr ja gerade gesehen. Ja, Fatalis war am Ende dann noch relativ lustig. Er kam dann gar nicht mehr von mir weg. Er hat relativ schlecht gebaut. Er hat Penetration gebaut, obwohl ich mir überhaupt gar keinen Def geholt habe. Kronos-Anhänger, da hätte ich an seiner Stelle Def geholt. Also diese Rüstung mit Abklingzeit. Alles in allem ein cooles Spiel für mich. Und ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, würde ich sagen. Und lasst einen Daumen hoch da. Bis dann. Ciao, ciao.